Für den Generalkonsul war das ja nur ein Katzensprung hierher. Es ist im Grunde ein Heimspiel, weil er lebt ja inzwischen in München. Viel weiter war die Anreise für unseren nächsten Gast. Ich freue mich ganz besonders, Sie hier begrüßen zu können, Dr. Molly Selvin. Hallo. Sie können das jetzt über Kopfhörer mitverfolgen und es wird übersetzt. Darum bleibe ich auch. Stelle meine Fragen auf Deutsch. Und wir müssen immer darauf achten, haben wir die beiden Damen oben gedacht, die übersetzen, dass wir eine klare Trennung haben, wann der eine und wann der andere spricht. Sie werden das gleich auch hören in Ihrem Kopfhörer. Sie arbeiten und sind Professor an der Southwestern Law School in Los Angeles, bilden im Grunde die Kopfhörer müssen wir aufsetzen, genau. Aber ich habe noch nichts Wichtiges gesagt. Die Fragen kommen erst noch. Sie sind an der Southwestern Law School in Los Angeles. Sie bilden zukünftige Juristen aus. Und das Thema Ihres Vortrages ist im Grunde so der Einfluss der Medienberichterstattung auf Wahlen, auf die Politik. Und ich weiß nicht, seit wann sind Sie jetzt schon in Deutschland? Sie waren in Frankfurt, Sie sind jetzt in München. Wann sind Sie angekommen? Am Samstag bin ich angekommen und ich glaube, Sie waren ja aber schon öfter auch in Deutschland, glaube ich. You've been in Germany before, have yes, you not? I've been here many times. I lived here for a year. Ich habe ein Jahr lang hier gelebt. I did two Fulbright fellowships here in Germany. Zwei Fulbright fellowships in Deutschland. Ich habe beide davon in Großraum München. Ich fand es toll und hier fühle ich mich wirklich zu Hause. Ich habe viele Freunde. Wenn Sie den deutschen Politikbetrieb vergleichen mit dem amerikanischen Politikbetrieb, sind wir sehr altmodisch. Political life. I mean, are we very old-fashioned here? Well, you've just heard how Sie haben ja gerade gehört, very much 21st century we are. Wie sehr wir bereits im 21. Jahrhundert angekommen sind und alles, was der Herr Generalkonsul gesagt hat, akzeptiere ich. Und Deutschland ist vier Jahre hinter den Amerikanern her, also wird es vielleicht auch hier diesen Sturm geben. Twitter, E-Mail, Facebook, Fernsehspots. Ich weiß nicht, ob das so toll ist, aber wenn es kommt, dann kommt es. Vielen Dank, wir hören jetzt Ihre Keynote-Speech hier. Sie arbeiten mit PC, wir werden ein paar Bilder wahrscheinlich sehen und ein paar Statistiken. Wir freuen uns darauf. Okay, we're looking forward to it. Thank you. And I apologize that ich entschuldige mich dafür, dass mein Deutsch nicht ausreichend gut ist, dass ich ohne Übersetzung zu Rande komme. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier gekommen sind. Ich möchte am Anfang bereits sagen, dass ich nur für mich spreche. Ich spreche auch nicht für meine Universität oder die amerikanische Regierung, aber ich danke dem Außenministerium sehr, dass Sie mir diese Reise ermöglicht und finanziert haben. Sie haben bereits gehört, welche Trends im laufenden Jahr sich ausgebreitet haben. Und es wurde schon gesagt, warum Obama gewonnen hat. Worüber ich gerne sprechen möchte, ist genau, wie er es geschafft hat. Und ich werde Sie ein bisschen in die Kampagnen einführen, sowohl diejenige von Obama und auch die von Mitt Romney. Aber ich werde Ihnen die 900.000 Fernsehspots nicht zumuten, die die Amerikaner über sich gehen lassen müssen. 900.000 Fernsehspots, das muss man sich auf der Zunge. Ich hoffe, wer 2016 Kandidat sein wird, einfachere Botschaften zu vermitteln hat und bessere Werbemaßnahmen. Aber ich möchte auch sagen, in Anbetracht des engen Wahlausgangs, der ja angekündigt sind, das war also wirklich eine Erfahrung, die man als Cliffhanger bezeichnen könnte. Also ich hatte keine Ahnung, wer gewinnen würde. Ich möchte, bevor ich jetzt anfange, dass ich nicht ein neutraler Theoretikerin bin. Ich habe Obama 2008 unterstützt und ich habe gefunden, dass man auch Geld spenden muss. Aber ich habe nur ganz wenig gegeben im Vergleich zu den Millionen, die gespendet wurden. Aber ich habe auch Wahlkampf für ihn in Kalifornien und Nevada betrieben. Ich war also wirklich ein Teil der Kampagne 2008 und auch im laufenden Jahr wieder. Mein Mann und ich waren in Nevada gewesen am Wochenende vor der Wahl und wir haben mit Wählern gesprochen. Und ich werde über diese Erfahrung ein bisschen sprechen, weil das ein bisschen ungewöhnlich ist. Okay, gut. So,
So I think, ich glaube, as we said before, wie wir es gehört haben bereits, dass im Grunde genommen die Technik die Wahl Let für den Obama gewonnen hatte. Die Ergebnisse noch ganz kurz. Er wurde wiedergewählt, war ganz klar. Die Demokraten haben den Senat verteidigen können, sogar zwei zusätzliche Sitze gewonnen von den Unabhängigen. Das war unerwartet eigentlich gewesen, ein unerwartetes Ergebnis. Und darüber spreche ich auch. Die Demokraten haben in Staaten ihre Sitze behalten, wo man erwartete, dass sie verlieren sollten und umgekehrt. Und es gibt jetzt 20 Frauen im Senat. Das ist für uns eine historische Wende. Die Demokraten haben einen zusätzlichen Sitz im Haus gewonnen, aber die Republikaner sind dort in der Mehrzahl. Viele Amerikaner waren unglücklich mit der Obama und auch der wirtschaftlichen Erholung. Und die haben dann für Romney gestimmt. Leute, die den Obama nicht mochten, die ihn sogar hassten, die haben natürlich auch für Romney abgestimmt. Weiße Männer haben sehr viel mehr als 2008 für Romney gestimmt. Und 2008 waren mehr weiße Männer. Aber es sind natürlich in wichtigen Staaten Mehrheiten zustande gekommen, indem er Wählergruppen angesprochen hat, auch die sozialen Medien eingesetzt, wie ich es noch ausführen werde. Obama hat mehr als Romney es geschafft, die Unterstützer und die Wähler mit Botschaften, die sie begreifen konnten, versorgt und sie wirklich alle in die Wahllokale zu bekommen. Obama war ein Pionier in vielen dieser Technik bereits 2008 gewesen, aber wie der Herr Generalkonsul und Herr Schneider ausführten, durch einen raffinierteren Einsatz dieser Techniker und dieser Techniken ist es ihm gelungen, den Sieg davonzutragen. Zwei Schlüsseländerungen haben sich seit 2008 eingetragen. Citizens United, Sie kennen das ja wahrscheinlich, die haben also wirklich wahnsinnig viel Geld für Kandidaten ausgeben können. Und höchste Gericht hat eine Entscheidung gefällt, die diesen Wandel möglich machte. Und das ist auch ein Teil der Grund, warum wir 6 Milliarden Dollar für diesen Wahlkampf ausgegeben haben, für diese Präsidentschaftswahlen. Es wurde auch bereits gesagt, dass es sehr viel mehr Smartphones jetzt gibt als 2008 verfügbar war. Und es gab natürlich auch damals keine Tablet-PCs. Das war praktisch erst 2010 eingeführt worden. Ich verwende hier die Apple-Zahlen. Ich habe zwar nichts mit Apple am Hut, aber Sie sehen, diese Zahlen sind von Ihnen. Und Sie sehen die Zahl der iPhone-Besitzer, wie sie sich entwickelt haben seit 2008. Es gibt auch viele andere Marken. Na, aber ich möchte darüber sprechen, wie wichtig die Smartphones und die Tablets waren. Wie haben die Medien anders berichtet bei dieser Wahl? Nun, es gibt drei Dinge in diesem Zusammenhang zu nennen. Es gab praktisch ein Bombardement mit Wahlbotschaften, also 900.000 Fernsehspots, sehr viele Botschaften, aber viele waren auch inhaltsfrei. Also nur, wir wollen Arbeitsplätze, wir wollen den Wandel. Ich meine, das klingt ja ganz schön, aber dahinter steckt eigentlich nicht ganz so viel. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass die Fakten eigentlich nur so auf der sehr stark gelitten haben. Sie wurden nicht verwendet. Es wurde bereits gesagt, dass Dinge, die nicht wahr sind, auch gesagt wurden. Obama hat auch Dinge gesagt, und es ist so ein bisschen verdreht, dass etwas dabei herauskommt, dass vielleicht etwas passieren könnte, oder auch die Summen haben eigentlich nie das Ergebnis ergeben, das man erwarten konnte. Ein weiteres Charakteristikum der Medienberichterstattung ist, dass der Extremismus und die Übertreibung fast landläufig war. Sie kennen sicherlich die Beschwerde, dass Obama ein Sozialist ist. Nun, das wurde 2008 nur geflüstert. Diesmal wurde es herausgebrüllt. Die Republikaner haben Dinge gesagt, auch auf andere Art und Weise, die einfach totaler Hype waren und überhaupt keiner Vernunft mehr stand. Obama hat es auch gemacht, indem er zum Beispiel Reproduktionsrechte erörtert hat. Er hat Anmerkungen gemacht in seiner Kampagne,
dass die Frauen gefährdet würden, wenn die Republikaner ans Ruder gelangten. Manches kann ich akzeptieren, aber einiges war einfach so, dass dieses Gefühl der Gefahr, es war eine Riesenübertreibung. Ich habe gesagt, die Geräte waren ein Schlüssel dabei, Wähler zu erreichen. Ich möchte über die Nachrichtenberichterstattung und die Kampagnenstrategie sprechen. So sieht die Wahllandkarte der Vereinigten Staaten aus. Das ist die wirkliche Landkarte. Das ist eine politische Karikatur aus der Los Angeles Times, meiner Zeitung. Das sind also die Schlachtkarten. Sie sehen, wir an der Westküste mit den Hollywood-Liberalen stecke ich zusammen. 47% darüber spreche ich. Dann haben wir die in Neuengland natürlich, die Leute. Dann haben sie die Ölleute in Nevada und die Schlangenbeschwörer und in Ohio und Wisconsin und Virginia und Florida, also diese anderen Staaten und in erster Linie Ohio. Über Ohio haben Sie sicherlich in den letzten Wochen sehr viel gehört, ganz besonders in der letzten Zeit, dass man erst, als man sicher war, dass Ohio gewonnen war, tatsächlich auch die Schlacht gewonnen war. Die Kandidaten, wie Sie bereits wissen, haben diese Staaten, diese Schlachtstaaten unentwegt aufgesucht. Wir in Kalifornien und auch Leute in den anderen Staaten. Da gab es keine Wahlkämpfe. In Kalifornien habe ich genau einen Fernsehspot von Mitt Romney gesehen, einen einzigen. Können Sie sich vorstellen, wie es in Ohio war? Irgendjemand musste diese 899.000 Fernsehspots gesehen haben, und ich war es nicht. Es waren diese Leute in Ohio, in Florida, in Virginia und in Wisconsin und in Wisconsin und in Colorado, die damit gefüttert wurden. Kalifornien war ein Netto-Finanzierer. Der Obama ist reingeflogen, er kam und hat dann gegessen mit seinen Freunden in Hollywood und dann ist er mit einem Riesencheck abgerauscht und dann saßen wir und warteten, was geschehen würde. Und dann hat er das Geld in Ohio ausgegeben. Romney ist nach Texas gegangen und hat den großen Scheck abgeholt und auch in die Mountain States, also in Idaho und in Wyoming, in Montana. Da hat er die Schecks eingesammelt und hat das Geld dann in Ohio und Wisconsin verwendet und auch in Florida. Wir hatten praktisch bei uns in Kalifornien keine Wahlkämpfe und das gilt auch für andere Staaten. Wir hatten aber sehr viel beigetragen zum Sieg von Obama. 2 Millionen Wähler in Kalifornien sprachen sich für Obama aus. Und darauf bin ich ganz besonders stolz für meinen Bundesstaat. Nun, ich zeige Ihnen dann auch Spots und Inserate und worauf sie abstellten. Und die stellten alle auf diese Swing States ab. Wir haben bereits, die beiden Vorredner haben bereits gesagt, dass die alten Medien zurück. Ich habe kein Facebook-Account, ich tweete auch nicht, ich bin so ein bisschen altmodisch. Wie definiert man alte Medien? Nun, sie haben weniger Leute, weniger Reporter, sie können weniger machen, weniger investigative Artikel schreiben. Auch diese Endorsements, das habe ich gemacht, aber das wird jetzt weniger sinnvoll sein für die Wähler. Was sinnvoll ist, ist das, was sie direkt aus dem World Wide Web bekommen, und so fällen sie dann auch ihre Entscheidungen. Die neuen Medien, nun, wir haben ja darüber bereits gesprochen, die haben wirklich die ganze Tagesordnung angetrieben. Und wie haben diese neuen Medien in der Kampagne funktioniert? Nun, einiges haben Sie schon gehört, ich sage Ihnen noch mehr. Also so verstehe ich, wie Sie wichtig waren in der Kampagne. Es war alles im Protokoll, es war nichts außerhalb off the record. Also so, seit es Smartphones gibt, ist nichts mehr off the record. Es zum Beispiel 2018 war. Dämlich zu sein hatte wichtige Konsequenzen. Und ich zeige Ihnen weshalb. Auch die Echowirkung von Facebook, von Twitter, von YouTube, all diese Dinge haben die Wahlen irgendwie sehr stark beeinflusst. Nichts ist off the record. Das ist jetzt offenbar dieses berühmte Zitat von Mitt Romney bei diesem Essen, wo das aufgezeichnet wurde, wenn ich das von hier aus richtig lesen kann, die berühmte 47%-Geschichte.
Sorry. That's okay. Just a second. Wir werden die Videos und sonstige Tonaufzeichnungen nicht dolmetschen, weil wir den Ton nicht direkt in die Kabine bekommen. Wie viele haben dieses Video gehört oder gesehen? Na gut. Er hatte zu Privatpersonen gesprochen. Keiner glaubte, dass er aufgezeichnet wurde auf einem Smartphone. 2008 hatten die Leute zwar Telefone, aber nicht so viele hatten diese Art der Telefone. Sie sehen ihn da in der Entfernung, Sie hören sogar noch die Gläser aneinander gestoßen werden. Und das ist ein perfekter Videoclip. Also ich meine, reicher Mann spricht mit reichen Spendern. Ich werde sie nie überzeugen. Es ist nicht meine Aufgabe, um diese Wähler mich zu kümmern, sagt er. Okay, so. Na gut. That was on the news. Das war in allen Nachrichten. That was on the news. Das war in den Nachrichten. But most people saw Aber die meisten Leute haben das gesehen und ich nehme an. Sie haben es auf YouTube gesehen. Sie haben es auf dem Smartphone gesehen. Oder auf sonst einem Gerätchen. Das ist so die Art Clip, der jemand zerstören kann. 5 Minuten wegen dieser Diffusionstechnik. Obama hat überhaupt nichts gemacht. Und Romney hat sich da selbst ins Knie geschossen. Obama ist smart mit der Technik und Romney hat sich wirklich, wie gesagt, in den Fuß geschossen. Nichts ist mehr privat. Being stupid has Und ich habe gesagt, dämlich zu sein hat Konsequenzen. Yes, please. Sorry. I said I'm at the edge of my technology here. Ich habe schon gesagt, also mit meiner Technik ist es nicht so weit her. Also dämlich sein hat Konsequenzen. Wer ist das? Kennen Sie den? Sie wissen es, ja. Todd Akin war, ist ein Kongressabgeordneter. Ich glaube, er ist immer noch im Kongress. Nein, er hat verloren. Na, wunderbar. Er kommt aus Missouri, ist ein Republikaner und er wollte einen Senat, einen Sitz haben. Und das ist ein sehr roter Staat, wo er ist. Also er hatte sehr gute Chancen zu gewinnen. Aber schauen Sie sich das mal an, diesen Clip. Also das ist die berühmte Abtreibungsdebatte mit der Unmöglichkeit der Empfängnis nach einer Vergewaltigung, wenn ich das recht sehe als Ihre Dolmetscher. Okay,
So let me just, for those who may also not diejenigen, heard that die das vielleicht nicht richtig gehört haben, das ist ein Mann. Und ich muss meine demokratischen Tendenzen verleugnen. Er ist ein Ingenieur, er hat eine College-Erziehung, er war Mitglied des Wissenschafts- und Technikausschusses des House of Representatives. Und er ist ein ungeheurer, konservativer Abtreibungsgegner. Und er sagte, dass es bei bestimmten Vergewaltigungsarten eine Frau, der Körper einer Frau eine Schwangerschaft verhindert. Ich meine, das ist sowas von blitzdumm. Es ist also es ist unglaublich dumm. Und das war im Fernsehen auf Fox News. Und die Leute haben es nicht dort gesehen. Die meisten haben es gesehen, weil sie am nächsten Morgen ihre E-Mails anschauten und ihre Freunde sagten, kannst du das glauben, schau dir diesen Link an. Oder am Smartphone wurde ihnen das nahegebracht. Er this hat man verloren, lost, and that's one of the verloren. Seats that the Republicans should, by all lights, have won. Sitze, and he lost die Republikaner hätten gewinnen sollen. And there are a couple Videos other Senate seats where a couple other seats that the Republicans Sitze, lost for the same reason. Haben, if there had been no smartphones, this clip would still hätte, have made the rounds. But it would have been darüber muted gesprochen. As it was translated into print and discussed and so on. This is something that everyone enjoyed seeing Monday morning. Typisch gefreut am Montagmorgen, das zu sehen, als ihr Facebook aufschlugen. Und es wurde ein Witz und die Leute haben immer mehr darüber gesprochen und desto mehr wurde es publiziert und desto mehr sahen sich die Leute das Video an. Die Echo-Wirkung, Sie werden sich erinnern, dass ich gesagt habe, dass er die Echo-Situation auch falsch machte. Die erste Debatte von Obama nun, da war er nicht so besonders gut. Am Ende dieser Debatte sagten die Kommentatoren, na, der schafft es nicht mehr. Er hat nicht so gut hingekriegt wie Romney. Der Romney hat richtig gekämpft. Er war kämpferisch. Und eine Woche später hat Obama nicht nur diesen Verlust zu verzeichnen. Eine Woche später war es also aus mit Obama praktisch. Das ist der Titelblatt des New Yorkers und der Mitt Romney spricht mit einem leeren Podest. Und das hat also wirklich katastrophale Auswirkungen auf die Unterstützerzahlen gehabt. Das war gegen Ende der Kampagne. Und es war wirklich, man wusste nicht, ob der Hurricane in New York ihm wieder geholfen hat. Also die Echo-Wirkung war wirklich sehr groß. Die Leute haben gesagt, grauenhaft warst du. Und das hat natürlich auch die Unterstützer beeinflusst. Jetzt die Wahlkampfstrategie. Und ich werde jetzt meine kleine Beteiligung an der Kampagne skizzieren. Jede Wahlkampagne bis zu den Römern und den alten Griechen, da machen wir immer drei Dinge. Man muss diejenigen erkennen, die mögliche Wähler sind. Man muss sie mit Botschaften bombardieren und dann diese Botschaften immer wieder wiederholen. Obama und Romney haben das auf diese drei Arten gemacht und immer wieder. Sie haben die Möglichkeit, eine direkte Verbindung mit den individuellen Wählern hergestellt. Wir haben über die E-Mails gesprochen, darauf komme ich noch zurück. Sie haben die Werbung auf diese demografischen Gruppen konzentriert und dann wirklich versucht, diese Leute genau zu erkennen und zu überzeugen. Here's one of my probably 1,000 emails that Barack eine der 1,000 E-Mails, die Obama mir persönlich gesandt hat. Und was sie hier tut, was man hier tun sollte. Tut mir leid, das war jetzt nicht zu hören. Aber wenn Sie sich das ansehen, spricht er über die Krankenversicherung und diese Botschaft. Schicken Sie diese Botschaft weiter. Das heißt,
halten Sie das Gespräch auf dem Laufenden, dann der Affordable Care Act, wie beeinflusst Sie der? Man konnte da anklicken, man konnte hier diese verschiedenen Zeilen anklicken, wie man versichert ist, ich bin privat versichert, ich habe Medicare, Medicaid und so weiter. Und dann, wenn Sie da das anklicken, dann wurden die Auswirkungen des Affordable Care Act für Sie verdeutlicht. Das heißt, was Sie persönlich davon hatten. Und dann wollte Obama, dass Sie was für ihn machten. Er schickte weitere E-Mails natürlich. Und außerdem will er, dass Sie die weiterschicken an Freunde, Verwandte, Nachbarn, die immer sich noch nicht entschlossen haben, wen Sie Ihre Stimme geben wollten. Und dann schauen Sie sich den letzten Teil hier an. Was sonst noch? Wenn Sie etwas sehen, was ganz besonders überzeugend ist oder inspirierend, oder Sie Ihre eigene persönliche Geschichte uns mitteilen wollen, schicken Sie an diese E-Mail-Adresse. Das war eine Woche, also 7 Tage vor der Wahl, diese E-Mail. Also Sie sollen das in Facebook publizieren oder in Twitter. Also er kommt nicht nur auf Sie direkt zu und er sagt ja, hier, das ist die Botschaft. Nein, vielmehr sagt er auch, geht's weiter, redet über euch, erzählt uns etwas über euch. Dann geht ab individualisierte Werbung mit an speziellen vorher noch. Ich möchte da noch kurz etwas zu dieser Folie sagen. Es wurde, glaube ich, gesagt, an der Wahl, die erste Nachricht war auf Twitter. Er hat seine eigene Twitter-Botschaft publiziert, genau bevor Obama seine Rede hielt, hat er diese Twitter an 300 Millionen Menschen geschickt. Und es heißt, ich werde jetzt mich an das amerikanische Volk reden, aber zuerst möchte ich mit dir sprechen und dir sagen, wie ich mich freue, gewonnen zu haben, vielen Dank und so weiter und so weiter. Wenn man umgekehrt sich vorstellt, also wäre es doch so, er hat nicht die Leute in Chicago, die alle dort standen und darauf warteten, dass er sprechen würde. Nein, er hat ein Privileg für uns alle daraus gemacht, das heißt, diejenigen, die zufälligerweise in seinem E-Mail-Account waren. Er sagt, ich wende mich zuerst an euch, ihr seid wichtiger als die Leute, die mit amerikanischen Flaggen in Chicago herumwedeln um 2 Uhr in der Früh und warten auf den neuen Präsidenten. Also, wir sind diejenigen, die wichtiger sind. Und ich glaube, das ist ein sehr wesentlicher Aspekt. Nun, targeted ads. Let me play you a couple for you. Werbung, die abzielt auf Individuen. Also die Religion war eine wichtige Frage in dieser Kampagne. Romney ist Mormone, das ist natürlich ein Aspekt, aber es gab andere religiöse Aspekte. Das heißt, wie viel Religion wollen wir in unserem öffentlichen Sektor? Die Demokraten, die finden es nicht so gut, die Republikaner finden das eher toll und Romney ist Gefahr, indem er sich als religiöser Mann darstellte. Viele fundamentalistische Christen haben nicht viel mit den Mormonen am Hut und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen, welche Art Werbung er hier betrieben hat. Shoot. Where did my cursor go? Here it is. Okay, so he's not talking about Mormonism in that ad, but he's saying to you, target it to people, right? Target your voters. I'm with you. I'm a religious person. This is important to me, and I share your values. These heathen Democrats out there, they don't, but I do. Okay. Yeah, okay. Here's another one. And when I talked about facts being a casualty, this is another Romney ad.
about the auto industry. Recall that, that Obama helped bail out the auto industry. That was a big deal in the state of Ohio. Ultimately, may have won him the election. And this was an ad that Romney ran right before the election. Let me see if I can. Okay, he said he was. He said he was going to that the auto bailout was going to send the Jeep was going to send jobs to China using the government money and send jobs to China. It was patently false. Lee Iacocca, who he depicted there, came out and said that was false. That's not true. The auto bailout did not give money to Jeep, and Chrysler. Chrysler was not sending jobs to China. It was sort of a Hail Mary desperation move at the end of the campaign. He was roundly criticized for it, but he didn't seem to care. He said it again and again and again in the last few weeks. Okay, now, let me play you one. Let's go. I'm an idiot. And you go in the right corner here. Ah, that. Okay. Actually, let's go to the next one. That's okay. It's one of the hardest decisions I've ever made. Oh, we are. Okay, another 7 minutes, is that okay? Okay, also another bit of a falsehood in terms of what he said Romney said. Now, targeting voters. How many of you have seen this ad? Has anybody seen this ad? This ad never appeared on television, as far as I know, except as a foreword from a viral YouTube or whatever. I'm going to play it. One of the major demographics that Romney, that Obama needed to get out this time were young voters who were more apathetic than they were in 2008. This is Lena Dunham. Lena Dunham is a up-and-coming television movie writer who is known to many young American women in particular, but men as well. The first time she didn't be with just anybody. You want to do it with a great guy. She talks fast. Die redet ziemlich schnell. Someone who really cares about and understands women. A guy who cares whether you get health insurance, specifically whether you get birth control. The consequences are huge. Do you want to do it with the guy who brought the troops out of Iraq? You don't want the guy who says, oh, hey, I'm at the library studying, when really he's out not signing the Lilly Ledbetter Act. Or who thinks that gay people should never have beautiful, complicated weddings of the kind we see on Bravo or TLC all the time. It's a fun game to say, who are you voting for? And they say, I don't want to tell you. And you say, no, who are you voting for? And they go, yes, think about how you want to spend those 4 years. In college age time, that's 150. Also super uncool to be out and about and said, did you vote? No, no, I wasn't ready. My first time voting was a man. It was this line in the sand. Before I was a girl, now I was a woman. I went to the polling station, I pulled back the curtain, I voted for Barack Obama. Again, that ad did not appear. It was not a buy in Ohio. It was not a television buy in Virginia. It was sent on YouTube, emails, and so on, and it was moved around that way. It was incredibly successful in getting people out. Okay. Let me talk a little to conclude about the ground game. One more time. Sorry. Oh, there. I got it. Okay. Thank you. Jetzt kann ich's.
I did two things. I went and phone banked one day, one weekend in Los Angeles, because of course we have no campaign there. So you go to a big room, you bring your own smartphone or cell phone, and they give you a list of people to call in another state. Okay? I was told to call Wisconsin. We were all calling either Wisconsin or Florida. We were trying to get students out. This is a script. It's a little hard, it's pretty hard to see, basically. They give you the script, you bring your cell phone, your charger, they give you food in the script. And you spend all day, or as long as you want, calling people and saying, hello, I'm a volunteer, very important that you say you're a volunteer for Obama. Are you supporting the president? If yes, then you move on this screen. Are you strongly supporting the president? If you're in doubt, you try to convince them again with a personal story of your own about why you think the president should be reelected. Then you ask them if they're going to volunteer. If they say yes, then somebody else calls them. If they're not voting for Obama and they say that you're voting for Romney, you say thank you very much and you hang up. Other people tried to convince, but I didn't. All over the country, both this time and last, these are the kinds of scripts that people got who wanted to make phone calls. It's entirely volunteer. The other thing that... Okay, the other thing that I did was I walked precincts in Reno, Nevada, and that's the last thing I'll talk about. We did that in 2008, my husband and I, we walked in Las Vegas. He actually spent 2 months on the ground, this is part of the ground game, walking through neighborhoods in Las Vegas, knocking on doors with a clipboard, and you're given the name and address of somebody, their voter identification, that is, did they register as a Democrat? If so, you go and talk to them and say, are you voting? The point is not so much to persuade them. The point is to make sure that they commit to vote. There is research that indicates that if a volunteer knocks on someone's door and says, I'm voting for Obama or whoever, that you're much more likely to actually go vote. 22% of likely voters across the country were personally contacted by somebody from the Obama campaign. So 22% of Democratic likely voters, 23% of likely Republican voters were contacted by Romney people. It was an extraordinary effort. Again, this data was being entered in real time on tablets and in smartphones. You walked from door to door. You could tell somebody and how to enter it, and it was entered. So why did he win? I'm arguing in conclusion, it was not just social media. He used money smarter, he spent it on smart technology, and he used people who used smart technology. And I think it's not just Twitter, it's not just Facebook, but it's how you do that. And I think we're going to see the Republicans next time around be much smarter about how they use these tools. So thank you very much. I hope this was interesting. Thanks, Molly. Sie hat unseren Zeitplan völlig durcheinander gebracht, aber ich habe sie nicht unterbrochen, weil ich das Gefühl hatte, dass wir einen unglaublich guten Eindruck bekommen über das, was in den letzten Wochen und Monaten in den USA stattgefunden hat, an Wahlkampf, an Campaigning. Und von daher fand ich das toll und sie hat uns sicherlich ein paar Punkte mitgegeben, über die wir nachher noch sprechen können. Trotzdem muss ich jetzt ganz, ganz schnell weitermachen und muss Molly vertreiben von diesem Stuhl, denn wir... Okay. Please move to the next chair, okay. Because we have a Skype to DC now. Just for a couple of minutes. So.